So, da sind wir wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass heute diese Cops mich einfach momentan zu leicht kriegen. Ich dachte, geil, du kommst da schön in den Hafen und in das Hafengebiet rein und alles drum und dran. Was haben wir hier? Kann ich das nicht spielen? So, probieren wir es. Fangen wir heute ein bisschen Story. So, es gibt wieder neue Events. Hoffen wir mal, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen Glück haben, mal wieder ein bisschen auf das heißt, ein bisschen Glück haben und den Kopf zu kommen, weil jedes Mal, das versorgt man nämlich jedes Mal die Level, also ich mich jedes Mal, ich bade mich weg eigentlich, wäre ich auch rausgekommen, aber das haben sie mich dann, haben sie gesagt, nö, das ist nicht, das kriegst du nicht hin und so, dann nochmal das Painting hier schon mit. Fragen? Nö. Hast du in der Stadt vielleicht Neon-Flamingos gesehen? Ja. Ja, hast du. Ernsthaft? Ich dachte schon, ich verliere den Verstand. Was zur Hölle sind das für Dinger? Keine Ahnung. Ich fahr meist direkt durch sie durch. Wirklich? Ja, versuch's mal. Werd ich tun. Danke. Ups. So, ich fahre jetzt mal kurz in die Story-Mission da oben. Oh, geh mir nicht quer vor die Karre, du. Die Frage ist, ob wir die überhaupt fahren dürfen. Oh, sie heißt Friss oder Stirb. Machen wir so. Also können wir. Schön, dass du zurück bist. Der erste Kurs war nur ein Warm-up. Der hier ist ein anderes Niveau. Probieren wir es? Zielpunktlage erreicht 62.000. Das ist unser großes Ziel. Das ist das wieder mein Dürfting. Die Bühne gehört ganz dir. Halt dich nicht zurück. Der war verdammt nah an perfekt. Guter Anfang. Aber ist das Können oder nur Glück? Das will ich noch mal sehen. Es geht nur um Kontrolle. Also ich kann ein bisschen konzentrieren, deswegen spreche ich gerade nichts. Aus dem Lehrbuch. Gut, aber nicht toll.
So, 7000 Euro noch. Viel besser geht's einfach nicht. Geschafft. Ich gedacht, dass ich die packe. Aber gut, nehmen wir mit. Findest du irgendwas hier auch nur ansatzweise schwierig? Ja, es geht. Aber mit dem Auto ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil der Straßenreifen auch drauf zu können. Ups. Geschafft. Aufgabe ist gelöst. Mann, mich nervt's schon fast, wie gut das war. Wie es aussieht, muss ich mich wohl deutlich steigern. Friss oder stirb. Abgeschlossen. So, was haben wir denn noch hier? Wir gucken den Fern, den nehmen wir mal raus, damit der nicht uns auf den Sack geht. Jetzt haben wir hier ein neues Rennen. Dann machen wir mal weiter mit dem Drift-Teil. Wenn wir schon mal gerade dabei sind, machen wir noch einen Drift-Teil da, ja. Shaw sei immer noch auf der Flucht. Bist du besorgt? Du etwa nicht? Der Typ ist total durchgeknallt und wir haben sein Leben versaut. Wenn er klug ist, bleibt er weg. Naja, als klug würde ich den Kerl nicht gerade bezeichnen. Vielleicht hat Mercer ja eine Spritztour mit ihm gemacht. In Granada Marsh gibt's eine Menge Krokodile. Ha, wie Dummheit wohl schmeckt? Warum auch immer hier ein Auto gerade an der Wand steht. Aber es ist nicht nur ein Auto, es ist sogar noch ein Flamingo. Gerade gucken. Ich muss jetzt gerade doch mal hoch auf die Brücke. Oh, ernsthaft, jetzt finde ich den Weg nicht. Aha, da geht's also nicht. So, nehmen wir noch einen Drifter mit. Achso, 75.000 sollen wir uns kriegen. So, mal gucken, was ich...
20.000 haben wir schon. Wieder, das ist aber jetzt gerade ein bisschen uninteressant. Das kriegen wir fast gar nicht hin, das ist schwierig. Ich habe jetzt die Hälfte knapp. Jawohl, was könnte... So, letzte Runde, wir haben 50.000, ich hoffe, das heißt die 25.000 noch. Willst du die jetzt noch kriegen? Könnte funktionieren. Ich sag, das nimmt er, das sind er nicht. Aber wirklich auf den letzten Meter noch geholt. So, dann war's das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter.